Ja, 1-0 im Pokal gewonnen gegen Karst, Bezirksliga-Tabellenführer. Dein Kommentar? Ja, ich denke mal, war für die Verhältnisse auf dem Platz, war es, glaube ich, ein sehr gutes Spiel. Ja, ich denke mal, von beiden Seiten. Wobei, ich denke mal, wir waren von Anfang an bis zum Schluss klar überlegen, haben die besseren Möglichkeiten gehabt und haben eigentlich in 90 Minuten keine große Torschanke zugelassen. Normalerweise hätten wir vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen müssen, aber letztendlich, denke ich mal, war es eine gute Vorstellung für uns. Nach vorne war es oftmals ein bisschen schlampig im letzten Pass oder im vorletzten Pass. Lag es an der Asche oder woran lag es? Wäre gut, wenn es an der Asche gelegen hätte, aber ich glaube, das war das Problem, was wir in den letzten Spielen auch schon das ein oder andere Mal hatten, dass wir der letzte Pass, dass der nicht richtig kam. Ich habe eben schon vor dem Spiel mit Rötti gesprochen, wegen Sonntag, da geht es ja gegen den letzten Richrath. Bisher 0 Punkte, aber da haben wir immer schlechter ausgesehen. Wie ist jetzt die Vorbereitung in den nächsten 2 Tagen darauf? Ja, wir wollen natürlich in Richrath nachlegen, wobei wir auch wissen, dass das absolut kein Selbstläufer werden wird. Ja, ich sag mal, Richrath hat jetzt nur 1-0 in TuS verloren. Ja, und die ist halt immer so, irgendwann reißt eine Serie. Wir wollen natürlich alles dran setzen, dass die Serie von Richrath jetzt am Sonntag noch nicht reißt. Okay, noch eine Frage zum Ralf. Der war zum ersten Mal im Tor, hat sich wenig auszeichnen können, aber war gerade zufrieden, wie er gespielt hat. Wie siehst du das? Definitiv. Also er hat eine gute Leistung gebracht. Ist natürlich auch für den Jungen natürlich nicht ganz so einfach. Hat wenig Spielpraxis jetzt in der letzten Zeit bekommen. Dann in so einem Pokalspiel, enges Spiel, Asche, hat er sehr gut gemacht. Okay, alles klar. Dann danke und bis Sonntag. Alles klar.